Das hat Bremen noch nicht erlebt, was sich jetzt abspielt. Er kommt nach Haus, er kommt nach Haus, er kommt nach Fußball, kommt nach Haus, er kommt nach Haus, er kommt nach Haus, er kommt nach Fußball, kommt nach Haus, er kommt nach Haus, er kommt nach Haus, er kommt nach Fußball, kommt nach Haus, er kommt nach Haus, er kommt nach Haus, er kommt nach Fußball, kommt nach Haus. Jede Menge los am Osterdeich, im Weserstadion geht's wieder los. Die Stimmung steigt, denn Werder wird begeistern, die Fans, wir verzaubern den Ball und die Ostkurve tanzt und dann singen alle das W auf dem Trikot, die Meisterschale glänzt noch. Jahre voller Frust, doch Werder, wir kommen wieder. Es gab Enttäuschungen und Frust, viele haben uns tot gesagt. Doch die Grün-Weißen kriegt keiner klein, denn hier an der Weser weht ein besonderer Wind. Hier werden Wunder gemacht, dir gehört unser Herz, es vor Werder Bremen. Das W auf dem Trikot, die Meisterschale glänzt noch, Jahre voller Frust, doch Werder, wir kommen wieder. Eckball nach innen und Tor! Matisak hat die Ecke eingeschaltet. Das ist die Entscheidung in Bremen. Keine Abseitsposition findet. Rupa hat die Möglichkeit zum 2:0 und spielt den Torhüter. Und dann ist er Ball und er macht das Tor. Goal, Goal, das Goal. Ist alles lang her, doch bald sind wir wieder wer. Er kommt nach Haus, er kommt nach Haus, er kommt nach Fußball, kommt nach Haus. Er kommt nach Haus, er kommt nach Haus, er kommt nach Fußball, kommt nach Haus, er kommt nach Haus, er kommt nach Haus, er kommt nach Fußball, kommt nach Haus, er kommt nach Haus, er kommt nach Haus, er kommt nach Fußball, kommt nach Haus, er kommt nach Haus. Das W auf dem Trikot, er kommt nach. Die Meisterschale glänzt noch, Jahre voller Frust, er kommt nach, doch Werder, wir kommen wieder, er kommt nach, das W auf dem Trikot, er kommt nach, die Meisterschale glänzt noch, er kommt nach, Jahre voller Frust, er kommt nach, doch Werder, wir kommen wieder, er kommt nach, das W auf dem Trikot. Sie sind ja ein richtig guter Sänger. Ja, das weiß ich schon, dass ich sehr gut singen kann. Ich meine, ich werde auch nach meiner Karriere in Österreich dann noch sicherlich ein paar Platten aufnehmen und möchte natürlich dann in die Hitparaden reinstürmen. Muss ich mir wohl noch mal genauer anhören, aber ich denke, wenn es die Deutschmacher gemacht haben, dann ist es bestimmt.